Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um die neue Honda CBR56R aus dem Jahr 2024, die mit der revolutionären E-Clutch-Technologie ausgestattet ist. Bevor wir loslegen, wenn dir das Video gefällt, lass doch ein Abo da. Honda hat mit der E-Clutch eine innovative Neuerung entwickelt, die den Motorradmarkt nachhaltig beeinflussen könnte. Nach über 5 Jahrzehnten als Spitzenreiter im Motorradbau ruht sich Honda nicht auf vergangenen Erfolgen aus. Stattdessen setzen die Ingenieure auf kontinuierliche Innovation. Und die neue E-Clutch könnte sich als wahrer Genießtreich erweisen. Doch wie gut funktioniert diese Technologie wirklich und welche Veränderungen bringt sie für die Honda CBR56R? Die grundlegende Technik der CBR56R bleibt unverändert. Doch Honda hat einige Feineinstellungen vorgenommen. Der bekannte 649 Kubikzentimeter rein Vierzylinder leistet weiterhin 95 PS bei 12.000 Umdrehungen pro Minute und 63 Newtonmeter Drehmoment bei 9.500 Umdrehungen. Die Entwickler haben jedoch den Ansaugtrakt und das Einlassventil-Timing optimiert, um mehr Drehmoment im unteren Bereich und etwa 5% mehr Leistung am Hinterrad bei höheren Geschwindigkeiten zu erzielen. Auch das Fahrwerk wurde überarbeitet. Die Showa Big Piston USD-Gabel bietet nun eine geringere Federrate und mehr Dämpfung, was bei kleinen Bodenunebenheiten für eine bessere Federung sorgt, ohne die sportliche Leistung zu beeinträchtigen. Weitere Neuerungen umfassen ein modernes TFT-Display, überarbeitete Lenkerarmaturen und Schalter, sowie ein frisches Design für die Verkleidung, den LED-Scheinwerfer und das Heck. Das eigentliche Highlight der neuen CBR56R ist jedoch das E-Clutch-System, eine elektronische Kupplungssteuerung, die sanfte Schaltvorgänge ermöglicht und das Kuppeln beim Anfahren und Stoppen automatisch übernimmt. Dieses System kombiniert bereits bewährte Technologien wie moderne Schaltassistenten, eine konventionelle Mehrscheibenkupplung und die elektronische Steuerung des DCT-Systems. Eine nur etwa 2 Kilogramm schwere Steuereinheit an der rechten Motorseite übernimmt die Kupplungssteuerung mit Hilfe zweier Stellmotoren. Parameter wie Geschwindigkeit, Drosselklappenstellung, Drehzahl und Input über den Fußschalthebel fließen in die Steuerung ein, sodass das Motorrad stoßfrei kuppelt und die Kupplung beim Stehenbleiben automatisch kontrolliert. Dennoch bleibt die manuelle Kontrolle jederzeit erhalten. Die neue Bedienung bringt für Fahrer einige interessante Komfortfeatures. Im dichten Verkehr wird die Hand entlastet, da das Losfahren und Anhalten ohne Kupplungsgriff möglich ist. Wer möchte, kann sich voll auf das Gasgeben konzentrieren, denn die Elektronik regelt das Anfahren sanft und präzise. Bei höheren Geschwindigkeiten ist die Kupplung ebenfalls schnell wieder aktiviert und ermöglicht so ein geschmeidiges Fahrerlebnis, das sowohl für den Stadtverkehr als auch für die Landstraße geeignet ist. Die CBR56R mit der E-Clutch lässt sich intuitiv bedienen. Ideal, da es sich um eine Mittelklasse-Supersportlerin handelt, die sowohl Komfort als auch sportliche Qualitäten bieten muss. Für Fans des klassischen Fahrgefühls bleibt die manuelle Steuerung jederzeit möglich. Auf Wunsch kann die E-Clutch vollständig deaktiviert werden und die Honda fährt sich dann wie jedes andere Motorrad mit konventioneller Kupplung. Zudem bietet die E-Clutch verschiedene Einstellmöglichkeiten, um die Gangwechsel nach persönlichem Geschmack zu konfigurieren. Sowohl das Hochschalten als auch das Herunterschalten lassen sich in 3 Stufen anpassen: hart, mittel und weich und das separat für beide Schaltvorgänge. So kann das Schaltgefühl präzise abgestimmt werden, was besonders für Sportfahrer einen echten Mehrwert bietet. Auf kurvigen Bergstraßen entfaltet die CBR56R ihre Performance besonders gut, auch wenn der Unterschied zum Vorgängermodell im direkten Vergleich kaum spürbar wäre. Doch dank der harmonischen Zusammenarbeit des Vierzylindermotors und des E-Clutch-Systems bietet die CBR ein weiches und zugleich sportliches Fahrgefühl. Selbst beim Beschleunigen in hohen Drehzahlen bleibt das Fahrverhalten angenehm kontrollierbar. Die präzise Gasannahme und geschmeidigen Gangwechsel sorgen dafür, dass das Fahrvergnügen selbst in höchsten Schräglagen nicht beeinträchtigt wird. Auch die Nissin-Bremsen mit ihren 310 mm Doppelscheiben und radialen Vierkolbenbremssätteln tragen zur sportlichen Performance bei. Sie bieten ein entspanntes Handling bei gemütlichem Tempo, sind aber zugleich kraftvoll genug, um eine sportliche Fahrweise zu unterstützen.
Das Fahrwerk liefert ebenfalls ein stabiles und vertrauensvolles Fahrgefühl, solange die Straßenbedingungen gut sind. Bei hohen Schräglagen und unebenen Fahrbahnen kann jedoch eine leichte Instabilität im Federbein spürbar werden, was bei ambitionierter Kurvenfahrt hin und wieder für eine gewisse Unruhe sorgt. Die E-Clutch zeigt auf sportlichen Landstraßenfahrten ihr volles Potenzial. Hochschalten ohne Last und Runterschalten unter voller Last sind problemlos möglich und bieten dem Fahrer mehr Flexibilität in unterschiedlichen Fahrsituationen. Selbst bei voller Gasannahme bleibt das Herunterschalten dank des E-Clutch-Systems nahtlos und kraftvoll, was die Honda CBR56R in der Mittelklasse einzigartig macht. Die Honda E-Clutch bringt einige interessante Vorteile. Komfort im Stadtverkehr, da das Kuppeln automatisch übernommen wird, keine Lastwechsel beim Schalten und eine sanfte Gangwahl, die auch bei hohen Geschwindigkeiten ein geschmeidiges Fahrgefühl ermöglicht. Einzig die Umstellung auf das neue System erfordert anfangs etwas Eingewöhnung. Wer jedoch lieber die klassische Steuerung der Kupplung bevorzugt, kann die E-Clutch jederzeit deaktivieren. Das System lässt dem Fahrer die Wahl und bietet damit größtmögliche Flexibilität. Bislang ist die E-Clutch nur bei der CBR56R und CB56R verfügbar. Doch Honda plant langfristig, diese Technologie bei weiteren Modellen einzuführen, sollte sie sich bewähren. Blickt man auf den Erfolg des DCT-Systems bei Honda, stehen die Chancen für die E-Clutch gut. Sie ist nicht nur günstiger, sondern auch leichter einzubauen und bietet eine kostengünstige Option, die sich auch bei Modellen mit konventioneller Kupplung nutzen lässt. Honda wird den Verkaufserfolg der neuen E-Clutch-Varianten in den kommenden Monaten genau beobachten und je nach Feedback der Fahrer entscheiden, ob und wie das System weiterverbreitet wird. Auch hinsichtlich der Langlebigkeit zeigt sich Honda zuversichtlich, dass das System ebenso verschleißarm ist wie eine konventionell bediente Kupplung. Für alle, die an der neuen Technologie und der CBR56R interessiert sind, könnte sich das E-Clutch-System als wertvolle Ergänzung erweisen. Komfort, Präzision und Sportlichkeit werden hier vereint und bieten ein einzigartiges Fahrerlebnis, das Honda in dieser Form zum ersten Mal auf den Markt bringt. Wenn du also neugierig auf die E-Clutch und die neue CBR56R bist, lass uns gerne ein Abo da, um keine spannenden News aus der Welt des Tunings und der Motorräder zu verpassen.